Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS 22 hier auf der Südhämmern oder in Südhämmern bei der Julia. So, wir müssen noch eine ganze Menge machen. Hier scheint der pH-Wert soweit erstmal in Ordnung zu sein. Hier hatten wir gekalkt. Wir können unseren Kubota-Freund... Ach, im Übrigen, ich hatte euch gesagt, China. Das ist natürlich Quatsch. Kubota ist ein Japaner. Mensch. So, und hier können wir das aber so machen, dass der hier auch schon mal mulcht. Hat er was zu tun? Also meine Erkenntnis ist eigentlich irgendwo dahin gegangen, wenn du jetzt hier einen Hof neu hast, aufbaust, wie auch immer, ob du Maschinen hast oder Peng, du hast ein gewisses Kapital, ist es sehr, sehr schwierig, irgendwas großartig anzufangen. So, du machst das, ne? Du kriegst das hin. So, okay, pass auf. Den hier können wir dann erstmal an die Seite fahren. Fahre ich hier einfach hier vorne auf die Wiese. Den brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Und jetzt hole ich den Düngerstreuer. Und danach werden wir dann pflügen. Hinten haben wir... Ach so, genau. Hinten haben wir alles soweit abgeerntet. Das könnten wir gleich eventuell noch wegbringen, oder? Ich glaube, den Drescher habe ich schon auf dem Hof. Da werden wir gleich mal rundfahren. Genau, jetzt geht es aber erstmal ums... Entschuldigung, ums Düngen. So, das ist... Ah ja, das ist unser... Genau, das ist unser Maishäcksler. Habe ich euch den eigentlich schon gezeigt? Von John Deere. Immer mal so das Übliche. So, hier hat wieder jemand... Das Schneidwerk oben gelassen. Geht natürlich irgendwann mordsmäßig auf die Hydraulik. Das wollen wir auch nicht. So. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal dieses Feld hier düngen. Mit Alt und B zunächst mal den Sensor starten. Können wir hier das Ganze mal ausklappen. X. Mais braucht noch ein bisschen. Wie gesagt, das lassen wir dann brach liegen hier. Von daher, denke ich mal, können wir uns da auch noch ein bisschen Zeit lassen, tatsächlich, bis wir das dann endgültig fertig haben. Ja, guck mal. Jetzt wird aus Orange wird grün. Hier sogar dunkelgrün. Oh, mal schauen. Der Kubota-Fahrer ist ja auch unterwegs zum... Na, ihr wisst schon. Ich habe irgendwo das Gefühl, die Maschinen sind ein bisschen leise, oder? Pass mal auf. Was war denn das hier? Kamerageschwindigkeit. Lautstärke. Gesamt. Das Problem ist nämlich, der LS haut dermaßen rein, dass man dort die Sprache nicht versteht. Ach, der ETS, genau, der ETS haut dermaßen rein, dass man die Sprache nicht versteht. So, und der LS ist da hierüber hinaus dann wieder entsprechend leise. Der ist ordentlich am Mulchen, das ist gut. Genau, so. Haben wir das da drüben erwischt? Das Feld? Nein, haben wir nicht. Sehr gut.
mache jetzt einmal Folgendes. Zwar, dass wir das hier wegkriegen. Das ist natürlich jetzt nicht cool, was wir hier gemacht haben. Es muss natürlich jede Ecke mitgedüngt werden, das ist nun mal so. Das könnte jetzt wahrscheinlich eventuell zum Problem werden. Mal gucken. Ah ne, er macht sie weg. Wunderbar. Genau, so. Es musste natürlich was liegen bleiben. Das war mir so klar. Aber gut, dieses System arbeitet ja düngersparend. Von daher wird hier nicht zu viel drauf kommen. Gott. Haben wir das Loch drin? So, es riecht schon wieder nach Parfüm oder Duschgel oder so hier. Das ist unglaublich. Wäsche wäscht auch nebenbei. Ist ein bisschen blöde, dass wenn du so rumlenkst, dass das dermaßen ausschlägt, weißt du? Aus meinem Ex-Team, die Carmen, hatte mir den Tipp gegeben für die zweite Düngung, wenn es da noch an was fehlt, mit Gülle drüber, das würde funktionieren. Da müssten wir uns aber irgendwo Gülle einkaufen. Aber erstmal können wir hier dann pflügen als nächstes. Oh, einige Maschinen dann hier auf dem Feld stehen, du mein lieber Mann. Wunderbar. So soll das sein, ne? Ach ja, Mensch, 12:10 Uhr, ein entspannter Tag. Die Felder, die geerntet werden könnten, sind geerntet. Die Nase kribbelt. Haben wir hier auch einmal so unqualifiziert rum. Guck mal, obwohl gedüngt ist, bleibt es so, ne, von der Farbe. Sehr komisch. Aber gut, solange wie er anzeigt, dass das Feld vollständig gedüngt ist, sollte mir egal sein, weißt du? Genau. Den stellen wir auch hier einmal neben. So, dann holen wir jetzt den Pflug. Dann haben wir diesen Acker hier schon fertig. Fertig vorbereitet fürs Frühjahr. Und das im August, das musst du dir mal reinziehen. Dass du jetzt den Rest des Jahres hier im Prinzip nichts mehr draufpacken kannst, ne? Ist schon hart. Übrigens, Kubota hat anscheinend auch Pflüge. Und mit den Pflügen könnte man unter Umständen. Die haben eigentlich alles. Ich habe mir das mal angeguckt auf deren Webseite. Die haben wirklich alles. Und wie gesagt, die kommen nicht aus China, sondern aus Japan. Genau, hier, guck mal, Kubota. 2,5 Meter Flug ist es zwar nur, aber immerhin.
Eigentlich, pass auf. Kontostand 87.000. Ich werde mal was tun, dass wir uns das Ganze mal so ein bisschen umgucken. Geld hinzufügen. So. Gehen wir mal nochmal hier auf die Traktoren. Kompakttraktoren sind sie vielleicht auch mit dabei. Ich weiß es gar nicht. Aber damit werden wir den Pflug nicht gezogen kriegen. Ja, guck, hier sind sie auch, die M5-Serie und so weiter. Paar Oldtimer haben wir drin. Escape, genau. Aber wir wollen Großtraktoren, sind sie nicht mit am Start. Da haben wir keinen. Aber bei den mittelgroßen haben wir sie natürlich. Das heißt, wir gehen hier nochmal auf die M8er Serie. Genau, Frontgewicht. Pass auf, wir machen vorne. Okay, pass auf. 400 Kilo, 360, 4. Mehr könnt ihr nicht. Dann machen wir vorne einen Dreipunkt. Genau. Frontladeranbau, nein. Hier wieder große Motorausführung. Das können wir wieder mit Ja machen. Pflegebereifung, Zwillingsbereifung, Zwillingsbereifung, Zwillingsbereifung. Viele Reifenkombinationen. Ja, hier ist es entsprechend so gemacht, ne? Ihr seht das. Kaufen, ja. Und dann würde ich sagen, brauchen wir noch mal ein Gewicht. Gewichte. Ich weiß zwar nicht, was so ein Pflug wiegt, aber. Schade, dass es hier die Kubota-Farbe nicht gibt. Von daher belassen wir es bei diesem Adi. Nix schwarz. Wir lassen es bei der Standardfarbe. So. So, Julia, jetzt hast du wieder ordentlich Geld ausgegeben, ne? Geld, was du nicht hast. Auch nicht schlecht. Aber wir lassen ihn da mal pflügen. Geben da mal einen Helfer dran. Und schauen mal, was der kann. Das heißt, wir bringen in der Zeit die Rapsdingens weg. Guck mal, eine Sparkasse. Alter. Steht eine Tasche vor der Tür. Warum? Kann ich aber nicht nehmen. Bestimmt eine Bombe drin. So, jetzt haben wir im Prinzip den gleichen Traktor nochmal, den wir auf dem anderen Feld schon fahren haben. Gut, bei Großtraktoren kommen die dann natürlich nicht mehr mit, ne? Ganz klar. So, komm her. Ja, passt aber farblich, ne? Einigermaßen. So, Flug dran. Dann lassen wir ihn einfach ölen. Das Feld hatten wir fertig. Au, der ist Alter Schwede, der ist aufgeklappt. Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir müssen den natürlich zuklappen. Okay. Entweder ein Fehler beim Mod oder weil wir noch am Rollen waren. Ich weiß nicht, pass auf. Flug senken, zu Flug aufklappen. Ach so, der zieht sich dann so hinterher, alles klar. Aber das sah ja eben etwas merkwürdig aus, gell?
Mal gucken, was passiert. Er klappt ihn jetzt auf. Okay. Wird das Rad dafür benutzt? Dadurch, dass der relativ klein ist, sollte er das ohne Murren machen. So, Helfer dran. Na, klappt es? Also er hat zu kämpfen auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, das haut hin. Das heißt, wir fahren mal das Rapszeug weg. Das große Feld können wir nachher mit dem großen Flug machen. Suche immer noch die eine fehlende Kassette. Ja. Auch immer die liegen könnte, ne? Eigentlich bleibt nur noch dieser Schutthaufen hier übrig. Der muss ja irgendeinen Sinn machen. Das ist bislang die einzige Stelle, wo wir noch nichts gefunden haben. Und halt hier in der Müllkippe. Aber da ist auch nichts drin. Egal. So. Hier hinten muss dann auch gemulcht werden. Und ich würde sagen, dann gucken wir mal eben, wo wir das Zeugs am besten loswerden. Und zwar, was haben wir? Raps. Ja, 1130 in Minden. Ist ja wohl klar, was wir machen. Meine gut, wir können uns ja hier jederzeit Geld zuschustern. Das ist ja kein Problem. Pass auf, wie ist denn das? Wenn wir jetzt hier rüberfahren, müssen wir rechts rum, richtig? Genau, wir sind sonst von da vorne gekommen. Sind über die Brücke gefahren. Sind dann links gefahren. Oder ich habe mich wieder vertan. Aber egal, wir werden ankommen, wo wir hinwollen. Das ist jetzt nicht das geringste Übel. So, pass auf, dann wären wir da dran vorbeigekommen. Soweit richtig. Wir werden hier noch geradeaus weitergefahren. Und hier rechts. Und hier rum. Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe das. Aber viel ist ja nicht, ne? Wenn er überlegt, von drei Feldern nur 102.000, das ist echt für ein. Das ist ein Witz, ist das. Ja, guck mal, super. So. Raps abladen.
und einen Zug mieten, einen Zug ernten, hätte ich fast gesagt, ey, unglaublich. Guck mal. So, jetzt ist die Frage, wo ist er, wo kommt er? Wann kommt er? Ich würde sagen, in der Zeit, wo wir auf den Zug warten, hole ich mir mal eben kurz was zu trinken. Bin im nächsten Moment wieder da, Leute. So, mein Gott, das war ja wie abgepasst. Ich komme hier mit meinem Getränk an. Ich habe die Waschmaschine nochmal eingestellt bezüglich Schleudern. Und so, N. Und R. Weizen haben wir nicht drin. Gerste, Hafer. Raps, Start. Genau. Dann fahren wir das Zeug nach Minden. Dann haben wir 100 verloren, aber das ist wenig. 200 bis 200 in etwa. Raps. Wow. Gar nicht so wenig doch. Okay, jetzt haben wir aber, glaube ich, alles weg, gell? Ja. Dann fahren wir jetzt rückwärts Richtung Minden. Wundern uns, warum der Zug aus den Schienen springt. Texturen rechts sind hässlich, ganz ehrlich. So. Und jetzt kommt die Abfrage. Jawohl, soll in Minden verkauft werden. Guck mal, 115, 5000. Ist nicht die Welt, aber naja. So, immer wieder in den Traktor einsteigen. Dann fahren wir wieder nach Hause. Also wir müssen, wenn wir was anbauen, irgendwas Lukrativeres anbauen. Aber ganz ehrlich, auf Wein und Oliven habe ich auch keinen Bock mehr. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. So, hier kann ich doch eigentlich auch links fahren, richtig? Ich fahre einfach mal irgendwie. Wir haben ja Zeit, uns hetzt ja niemand. Einmal einsteigen. Der Lack hier teilweise ist schon abenteuerlich, ganz ehrlich. Sie nur aufs Feld? Nee, einmal quer durch. Und vor allem diese Spiegelqualität, die ist, dass die ganz ehrlich nach einem halben Jahr immer noch so unterirdisch ist. Ja? Dass sowas hast, siehst du im ETS nicht.
Und auf solche Spiegel kann ich verzichten, ganz ehrlich. Ach, guck mal, er ist fleißig. Ah, fährt aber wirklich bis an den Rand, ne? Da hat er die Hälfte weggelassen. Warum die nicht das komplette Feld pflügen, das ist mir echt schleierhaft, ey, wirklich. Irgendwas nutzt dir ein Helfer, wenn du eh alles nacharbeiten musst, gell? Lass den jetzt mal hier stehen. Dann holen wir uns den großen Pflug. Der müsste irgendwo noch draußen rumstehen. Da vorne ist er. Nee, 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 nee. Na, habe ich das gut abgepasst? Naja, mehr oder weniger. Nicht so wirklich. Und ein bisschen überlappen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel überlappen. Aber gut. Unterstützen wir den mal ein bisschen, wa? So. Mal hier über das Gepflügte gucken, was er ausgelassen hat. Ja, hier guck mal eine ganze Bahn, ey. Fragst du dich wirklich, warum? Dann pflügen wir das mal, ne? Wenn du das nicht kannst. Bist so ein bisschen schleierhaft, was das soll. Aber gut. Wollen ja, dass das schön aussieht, ne? Ganz ehrlich, dieses Mal flüge ich nicht wieder ins Feld. So.
So, Dille. Glaube, das könnte was werden. So, pass auf, runter, absenken. Und nächste Bahn. So. Hier werden wir jetzt auch gerade durchfahren. Weil den Feldweg pflügt er ja sowieso nicht. Im realen Leben ginge das nicht. Hier im Simulator geht das. Dass wir hier eine saubere Linie reinkriegen. Perfekt. Hätte ich jetzt Z gedrückt, dann wäre der Feldweg hier unweigerlich weg. Was hat denn der jetzt gemacht? Ist der jetzt fertig mit Grubbern oder was? Was ist mit Mulchen oder was mit dem los? Denn der jetzt, Mann? Gewicht ist oben. So, hier eine saubere Bahn per Helfer rein. Wie weit ist denn der überhaupt? Wo ist der eigentlich? Ach, da. Der ist fertig schon mit Mulchen. Das ist ja genial. Können wir als nächstes den Kalk aufbringen? Dann haben wir noch ein Feld, was wir abschließen müssen. Das ist hinten das, wo wir eben den Rapsanhänger von runtergeholt haben. So, genau. Waschmaschine ist fertig mit Schleudern. Klappt das? Ja, wunderbar. Ja, mit so einem großen Flug, das geht schon schneller, ne? Wobei das eigentlich gar kein Flug ist. Das haben die so ein bisschen als, ja, Tiefengrubber ist das eigentlich. Oder eine Dingens, eine Egge eigentlich nur, ne? So, mal gucken, wie weit er ist, was er macht. Bist du bis an den Rand?
Ganz wunderbar. Und kommt ihr beiden euch da in die Quere? Nee, das müsste noch passen. Ja, das wird noch hinhauen. Bei dem gleich nur die Frage, ob der die letzte Bahn dann durchzieht. Denn eine wird definitiv dann noch fehlen. Und wie weit fährst du? Da komm bis ganz an den Rand. Komm, 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 komm. Dann fahren wir die letzten Meter allein. So. So. Dann schauen wir mal, wie weit er ist. So, hier ist alles wunderbar. Ich glaube, der hat auch komplett. Wir fahren da gleich mal rum. Dann kann er nämlich hier auch schon das andere Feld mulchen. Ich glaube, er hat hier immer schön bis an die Kanten gemulcht. Ja, ich glaube, das passt schon. So, hier. Ach, jetzt hebt er an. Okay. Ich werde ihn jetzt auch nicht zusammenklappen. Ich fahre damit gleich quer über den Hof und dann passt das. Das sieht doch gut aus, ne? Ecken. Naja, gut, da ein bisschen angestupst. Ist jetzt nicht weiter wild. Einmal quer über den Hof mit dem Ding. Und dann kann er hier so ein bisschen machen und tun, ne? Ein Vorteil von den Kleinen hier ist vielleicht, dass die so schön, ja, wendig sind. Die sind jetzt nicht so monst, ja, was heißt nicht monströs, haben schon eine gewisse Größe natürlich, ne? So, viel Spaß. Wir werden kalken.
Man ist immer so geneigt, ein bisschen nach links, rechts zu gucken, ob dieses Modul irgendwo auftaucht, ne? Könnte schwören, das ist hier irgendwo. Ganz ehrlich. Weil. Wer weiß das schon? Gut. Okay, dieses Feld ist fertig. LVG, ach so. Das war er mit seinem Flug, oder? Wo ist denn der? Gleich suchen. Da steht er. Was ist denn das hier jetzt? Ja, alles lückenlos gemacht, ne? Perfekt. Alt und B. Einmal außen drum herumfahren. Beziehungsweise außenrum passt nicht ganz, sondern hier diese Kante, damit ihr mir nicht wieder über den anderen Acker bügelt, also hier zu dem anderen Feld abgrenzen, weil da hat er nicht so mit Feldkanten und so weiter und so fort. So. Perfekt. Okay, dann sollte das klappen. Gespannt, was er jetzt als erstes abfährt. Ob er gleich nach rechts rum ausweicht oder links rum weitermacht. Aber guck mal, das Grün wird schon viel, viel mehr, ne? Ich denke mal, in ein paar Jahren werden wir das so schön weit haben, dass das alles passt. Na, was wird das?
Ich würde ja ganz ehrlich. Sind jetzt hier unterwegs, ne? Das Feld. So, ein bisschen schneller. Genau, das ist nämlich jetzt unseres hier. Noch keine Daten vorhanden. Da können wir aber, glaube ich, Karten kaufen, oder? Feld 6. Zeige Gesamtwerte. Wo kann ich denn die... Kann doch die Karten kaufen, oder nicht? Hä? Da. Genau, pH-Wert. Hier muss gedüngt werden, hier ist gekalkt. 6125, naja. Besser als nix. Aber hier könnten wir vielleicht schon mal düngen und anschließend erstmal um den hier kümmern. Hier habe ich natürlich jetzt einen kleinen Hack reingemacht. Mal gucken, ob ich den wegbekomme. Ich befürchte mal nicht. Doch. Cool. Da hat er tatsächlich nichts ausgebracht, ey, an der Stelle. So. Das machen wir jetzt so. Mal ganz kurz gleich was gucken. Oh Mann, warum habe ich jetzt... Ey, ganz ehrlich. Ich sehe da nämlich was. Aber es gezählt das jetzt so noch zu unserem... Na gut, okay, lassen wir uns erstmal überraschen, was das ist. So, gib Gummi. Ah, nee. Ein Einkaufswagen. Ich dachte, das wäre das fehlende Modul. Okay, der ist beschäftigt. Dann brauche ich dich. Der Motor ist gestartet. Pflanzensensor. Oh, der ist noch an. Okay. Können wir das Ganze hier ausklappen? Und werden dann mal unser neues Feld eben düngen. Das sieht jetzt gar nicht so übel aus hier, ne? Also Stickstoffwerte sind top. Das Einzige, was nicht so dolle ist, ist eben der pH-Wert.
Was war denn das jetzt? Ja? Hat denn der da aufgehört? Muss ich das verstehen? Ja, auch wieder. Okay. Vielleicht sollte ich den Pflanzensensor abschalten und einfach draufballern. Auch schon wieder eine Stunde am Gange hier, liebe Leute, ne? Was macht der da? Ach so, da hinten steht nur dumm rum. Spannend, ob wir den Rest da noch fertig kriegen oder woran das jetzt lag. Hier liegen ja auch Steine rum, obwohl Steine habe ich ja eigentlich abgeschaltet. Warum liegen die hier trotzdem? Okay. Also hier ist offensichtlich auf diesem Stück, obwohl das da unten nicht so toll aussieht, kein Dünger notwendig. Finde ich ein bisschen bedenklich. Kann ich denn... Was passiert denn, wenn ich den Sensor abschalte? Macht er dann was? Ja, da liegen wir drüber, deswegen. Deswegen wird das hier nichts mit dem Ausbringen. Der Wert ist hier okay. Naja, gut.
So. Wie kann ich den eigentlich zusammenklappen? Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, war es das schon für diese Folge tatsächlich? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über Likes und Abos und habt ihr nicht gesehen. Und in diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Ich mache diese Felder hier soweit fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir beim nächsten Mal eventuell den Mais dann schon ernten können. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.